Hallo zusammen, in diesem Video werden wir die Metallpolitur von Mencerna zusammen ausprobieren und mal testen. Und das Ganze werden wir jetzt hier an dem stark schwarz gefärbten Auspuff durchführen. Vor allem hier im vorderen Drittel könnt ihr sehen, wie stark der Auspuff befallen ist von den ganzen Abgasen, von dem ganzen Ruß, der hier immer rauskommt. Und wenn man den nicht pflegt, nicht reinigt und auch nicht ab und zu mal poliert, dann sieht er so aus, wie er jetzt aussieht, also überhaupt nicht schön. Und ja, von daher werden wir die Metallpolitur von Mencerna gleich mal hier anwenden und den Auspuff wieder auf Hochglanz polieren. Denn wenn ihr mal hier schaut, hier in diesem Bereich, dann könnt ihr sehen, wie der Auspuff früher mal ausgesehen hat. Also der war auf jeden Fall mal silber oder gräulich, aber alles, was hier vorne ist, im vorderen Drittel, das ist auf jeden Fall nicht mehr schön. Und so kann ich das Auto nicht fahren lassen. Von daher testen wir jetzt mal die Metallpolitur von Mencerna und schauen, was wir hier aus dem Auspuff wieder rausbekommen. So, zum Polieren geben wir uns jetzt ein kleines bisschen von der Politur auf ein ganz altes Mikrofasertuch. Also dann nehmt auf jeden Fall nicht euer Bestes oder das Neue gerade, sondern wirklich nur ein altes. Von mir aus auch einen alten Lappen, weil der wird gleich sehr verdreckt sein. Und hier könnt ihr sehen, wie die Politur aussieht. Sieht so ein bisschen ja rosamäßig aus, rötlich. Bisschen anders als die Politur von Autosol, die ich damals im Video benutzt habe. Die Metallpolitur, die ist ja eher weiß gehalten, aber die Farbe soll uns ja nicht stören. Von daher schauen wir mal, was wir hier mit der Mencerna Politur rausbekommen. Ich verteile das erstmal hier so ein bisschen grob auf dem Auspuff. Und dann geht's ans fleißige Polieren. Ganz wichtig auch, wenn ihr so eine Politur am Auspuff anwendet, das Auto vorher auf jeden Fall waschen, beziehungsweise den Auspuff vorreinigen, wenn ihr jetzt keine Autowäsche durchgeführt habt. Das heißt, hier auf jeden Fall mal mit einem APC drüber gehen, also mit einem Allzweckreiniger. Das habe ich jetzt schon durchgeführt. Von daher ist das jetzt schon alles soweit hier vorbehandelt. Und dann ist das eine kleine Geduldsaufgabe. Ihr könnt ja auch sehen, was da so alles runterkommt mit dem Polieren. Also da muss man auf jeden Fall ein bisschen Zeit investieren. Und vor allem hier im vorderen Bereich, das ganze schwarze Färbte, da wird man auf jeden Fall ein bisschen Zeit investieren müssen. Auch immer wieder nachlegen, was die Politur angeht. Und dann wieder fleißig polieren. Auch im inneren Bereich. Das ist auf jeden Fall so eine Sache, die man auch ab und zu mal durchführen muss, damit das hier nicht sich komplett reinbrennt, so wie jetzt hier in diesem Fall an diesem Auspuff. Und so ein schöner Auspuff sieht auch viel, viel besser aus. Und ich hoffe, die Kamera nimmt es auf. Hier löst sich das schon sehr gut auf. Das Schwarze hier an dieser Ecke. Schaut mal, hier vorne, wo es eben noch schwarz war, hier löst es sich schon auf. Und da könnt ihr sehen, was so eine Politur runterholt. Also ich behandle jetzt erstmal hier die eine Ecke, damit ihr das direkt gut sehen könnt. Hier, schaut mal, wenn ich jetzt ein bisschen rumgehe mit der Kamera. Hier kommt schon das Silberne wieder raus. Und das Schwarze ist hier schon komplett weg, hier in diesen 1-2 Zentimetern. Und ja, wenn man ein bisschen Zeit investiert, 2-3 Minuten, dann geht das auf jeden Fall ganz gut raus. Ich glaube, das Auto ist jetzt hier schon 4 Jahre alt. Das ist ein 1er BMW. Und der Auspuff wurde auf jeden Fall in den 4 Jahren nicht, beziehungsweise, ja genau, also der Auspuff wurde jetzt in den 4 Jahren nicht poliert oder so gereinigt, wie man sich das vorstellt. Von daher könnt ihr sehen, was sich hier alles festsetzt. Und ich werde jetzt den Auspuff soweit weiter polieren. Immer wieder mit der Mencerna Politur hier nachlegen, damit das auch ordentlich aufgelöst wird. Und dann seid ihr gleich wieder dabei, wenn ich hier noch 2-3 Minuten durchpoliert habe.
Ja, ein kleiner Zwischenstand nach 2 Minuten durchpolieren. Hier könnt ihr schon ordentlich sehen, was die Politur hier alles rausholt. Schaut mal, wie ich das hier wieder schön in dem schönen Hochglanz, in dem schönen Silber wieder präsentiert. Hier rechts herum und ab hier links herum ist es noch nicht bearbeitet. Auch innen habe ich das jetzt noch nicht gemacht. Aber dieser kleine Zwischenstand ist für euch auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, damit ihr mal hier sehen könnt, was die Politur alles rausholt. Und ja, das alles nach 2-3 Minuten, geht auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Von daher werde ich jetzt den ganzen Auspuff durchpolieren und dann seid ihr gleich dabei, wenn wir uns das absolute Endergebnis anschauen. Ja, ich würde sagen, da haben wir einen neuen Auspuff. Schaut euch mal an, wie der wieder glänzt. Auf jeden Fall richtig schön auf Hochglanz poliert. Beim Polieren sind auf jeden Fall auch einige Macken hier mit rausgekommen. Aber schaut euch mal an, wie das Silber wieder herauskommt. So muss ein Auspuff aussehen, wie aus dem Werk. Und ich habe euch hier vorne noch ein bisschen von der Politur draufgelassen, damit ihr sehen könnt, wie die Konsistenz ist und wie die Farbe ist. Ne, das geht ja so ein bisschen ins Rötliche, aber spielt ja überhaupt keine Rolle, weil vom Politureffekt haben wir genau das erreicht, was wir erreichen wollten. Wir haben den stark eingebrannten Schmutz rausbekommen. Und ja, so sieht der Auspuff auf jeden Fall wieder richtig schön aus. So kann man das Auto wieder fahren lassen. Von daher kann ich euch die Politur vom Mencerna auf jeden Fall empfehlen. Ganz, ganz stark, wie generell die Polituren von Mencerna auch für den Lack, die ich ja sehr, sehr gerne benutze. Also hier hat Mencerna mich auf jeden Fall wieder nicht enttäuscht. Und ja, schaut euch an, wie der Auspuff glänzt. Auf jeden Fall richtig schön, richtig ja, glänzend. Und schreibt gerne eure Meinung mal in die Kommentare. Lasst auf jeden Fall einen Daumen oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.